So, dann bitte zügig die Plätze einnehmen, damit wir mit der nächsten Vortrag zeitig anfangen können. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Jetzt kommt die dreckige und schnelle Nummer für die Praxis. Ich darf begrüßen The Wormser, alias Stefan Höhn, zu seiner Person. Er hat, und das macht ihn mir schon mal sehr sympathisch, er hat keine Informatik studiert. Das heißt, seine Vorträge sehen und hören sich ein bisschen anders an als das, was man hier sonst so gewöhnt ist. Was er alles so mit der Kommandozeile und ein paar ja, schnell hingeschriebenen Codezeilen aus dem Raspi rausholt, das zeigt er euch jetzt. Viel Spaß. So, danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und danke, dass ihr mich nochmal genommen habt bei Pi & More, obwohl ich so ein bisschen andere Vorträge halt wie die anderen. Und fangen wir an. Ich schieb. Oh, wurde beendet. Jetzt muss ich nochmal. Also zu meiner, das ist jetzt blöd, das ist die Live-Vorführung. Seit gerade hat es noch. Also ich bin der Stefan Höhn und ich habe es nicht studiert, Informatik. Und wo ist die Maus? So, Computer sind bei Hobby und schon immer. Ich habe mit dem ZX81 angefangen, 1982. Das ist so ein kleiner Plastikcomputer, da hat es auch schon Port-Input, Output gegeben. Da konnte man auch schon steuern und es gab auch schon AD-Wandler und so Sachen. Da habe ich mit angefangen und keine Angst, ich habe es nicht studiert, ich habe seitdem nur gebastelt. Ich habe mal Elektriker gelernt und habe auch mal Fachhochschulreife für Elektrik, aber das war es dann auch. So, Pi & More war ich schon da auf der 7 und auf der 10 habe ich schon mal einen Vortrag gehalten. Auf der 7 habe ich mein Smart vorgestellt. Das ist so ein kleines Multimedia-Gerät mit dem Display drin und da konnte man jede Menge so kleine Anwendungen, Apps starten, die ich mit Python so schnell zusammengehackt habe. Da waren ein Display und zwei Taster. Das Display war nicht mal touchfähig, aber mit den zwei Taster konnte man Menü schalten. Das war damals. Und am 10, das war im Sommer, da war ich da mit einer SPS, OpenPLC heißt die, und habe die mal vorgestellt und habe auch die Fehler ein bisschen aufgezeigt, was da eben nicht richtig funktioniert hat. Die haben mittlerweile die Fehler alle behoben. Und ja, heute geht es ums Hacking für den Raspberry Pi. Ich wollte halt mal zeigen, was man mit so kleinen Sachen, also mit Bash-Zeilen, Kommandozeilen, bisschen grep und bisschen Pipe und grep sich zusammenbasteln kann, wo man andere riesige Programme machen und brauchen. Das geht auch einfacher manchmal. Das will ich mal zeigen. Und mal, wer mehr erfahren will von mir, der kann bei www.untergang.de gucken. Und sowas wie Scratch und sowas kommt bei mir nicht vor. Gell? Auch nicht, wie man Python programmiert, sowas kommt bei mir auch nicht vor. Sondern nur, eigentlich nur Steuerung C, Steuerung V oder so ähnliche Sachen. So, weil mein Vortrag nicht geht. So. Die Grenzen, grenzenlos hacken. Man kann auch Essen hacken. Das wollte ich jetzt nur mal zeigen, dass man, wie man sich das vorstellen kann oder wie man sich so Idee vorstellt. Also man muss eine Idee haben und die muss man umsetzen und der muss auch noch funktionieren. Dann ist es gehackt. Alles andere ist Quatsch. Wenn ich nur die Idee habe und gar nicht anfange, ist es auch nicht gehackt. Und alles ist von der Idee abhängig, aber man muss anfangen. So, ein Beispiel ist der Nudelsnack von Maggi.
da habe ich gemerkt, ich möchte den in die Tasse reintun und die sind aber viereckig. Und da habe ich habe immer die Tasse mit Wasser gekocht in der Mikrowelle und wollte dann den Nudelsnack reinmachen. Das hat aber nie funktioniert, weil der eben eckig ist. Und da habe ich den mal rund ausgeschnitten so, und habe das dann Fotos gemacht und habe das an das Maki-Kochstudio mal geschickt per Mail, was sie davon halten. Also wenn man so Sachen hackt, die halten nichts davon. Also deine ganze Umwelt ist gegen dich. Nicht nur das Maki-Kochstudio. Sie hätten ja schon sowas. Aber wo ist es denn, wenn ihr schon sowas habt? Ja, also sie haben dann fadenscheinliche Erklärungen gemacht und ich habe es dann sein lassen. Aber das ist jetzt einmal gehackt und zwar muss das jetzt auch nicht deployen und muss nicht skalieren. Es passt nur für diese Nudeln und nur für diese Tasse mit dem Durchmesser. Und das wollte ich halt mal als Beispiel sagen, beim Raspberry Pi ist es so ähnlich. Der Raspberry Pi hat immer dieselbe Software und immer dieselbe Hardware, deswegen lohnt sich da das Hacken. Also bei einer Software, die auf verschiedene Rechner laufen muss, dann ist es ein bisschen gefährlich, das läuft dann einfach nicht. Gell? So, nächste. Beim Raspberry Pi, da gibt es Besonderheiten und zwar das Raspi Config, wer sich das mal im Source Code angeguckt hat, da sieht man, da ist ein Wiptail drin. Das brauche ich später noch. Sowas, das ist eine Dialogsoftware, wo jetzt in der Konsole läuft und auch auf der X-Oberfläche, wo ich sagen kann, ich kann mal schnell mir so einen Windows-Manager zusammenbasteln aus 3 Zeilen Code, gell? Sowas. Autostart ist RC lokal, ja, das ist überall eigentlich so, aber da weiß man mal, wenn man jetzt was automatisch starten will, nicht so wie ich, wo es dann nicht geht, kann man das in den RC lokal reinschreiben. Der Hostname finde ich wichtig, wenn man mehrere Raspberry Pis hat, dass man auch wieder findet, weil sonst, und eine statische IP würde ich auch empfehlen, wo man sagen kann, damit ist er wieder auffindbar in deinem Netz. Sonst weißt du ja überhaupt, das musst du in der Fritzbox nachgucken, wo ist er denn, wie heißt er denn, was macht er gerade? Und so weißt du es genau. Also ich empfehle das. So, im Boot-Menü gibt es, also nicht Menü, im Boot-Ordner gibt es noch das Config-Text. Da schreibt man jetzt so grundlegende Treiber-Overlays und so Zeug rein, wo man sagt, ich kann doch jetzt ein Display ansteuern oder eine Kamera oder sowas. Und als Werkzeug empfehle ich den Midnight Commander und so ein bisschen Grep und Pipe-Erfahrung, wo man sich dann so ein bisschen zurechtfinden kann, sich das zurechtlegen kann, wie man da vorgehen will. Auf der rechten Seite sieht man jetzt, das ist das berühmte Smart, wo ich da mal einen Vortrag gehalten habe. Das ist jetzt auch Hardware gehackt. Und zwar ist das die Unterseite von einem Raspberry Pi. Auf der Rückseite ist das Display drauf. Dann auf der rechten Seite des Display, das ist eine Mausplatine, weil ich konnte mit dem Finger nicht so gut mein Display positionieren. Da habe ich gerade eine Mausplatine ausgebaut, habe ein Loch unten in die Dose reingebaut. Jetzt konnte man mit dem besser positionieren wie mit dem Touch-Display. So, und unten habe ich noch ein paar Batterien reingemacht. Wenn man es zusammenklappt, funktioniert es eigentlich ganz gut. Das ist auch so ein Hack, würde ich mal sagen. So, wo bin ich jetzt hingeklickt? Oh, noch eins. Next. So, jetzt bringe ich die Beispiele, wo ich habe. Ich habe vier Beispiele mir ausgesucht. Das ist aber dem Hacker eigentlich egal, was er macht. Hauptsache, er hackt es. Ich zeige jetzt mal, über die serielle Schnittstelle kann man was steuern. Ganz schnell was anbinden, wo man sagen kann, ich brauche kein Programm, die serielle Schnittstelle funktioniert. Dann mit 2 Zeilen Bashcode kriege ich alles gesteuert. So, dann zusammenmischen. Ich kann mir ein Webradio basteln, dann nehme ich mir dieses Webradio von Poor Man's Webradio heißt es. Das kommen wir gleich dazu. Ist so ein Bash-Radio,
wo man also in der Konsole schön Radio abspielen kann. Und dann habe ich diese Dialogsoftware genommen und habe gesagt, ich brauche das für mein Display, für mein kleines Display, will ich ein Webradio machen, wo ich die Radiosender auswählen kann und dann den Stream und mir den Textstream vom Radio angucken kann, also was für Lied gerade läuft oder sowas. Und als drittes ist Löschen und Auskommentieren. Das ist was ganz Wichtiges. Wir hatten ein Riesenprogramm und man braucht manche Sachen nicht. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen, einen Webcam-Uploader. Da gibt es von Adafruit so eine schöne Sache, schon ein schönes Programm mit Oberfläche. Und der steht dabei, der lädt automatisch die Dropbox hoch. Ja, ich will nichts automatisch in die Dropbox hochladen, ich will in Nextcloud hochladen. Und da bin ich halt drauf gekommen, du musst den ganzen Dropbox-Scheiße raus. Scheiße. Diese ganzen Dropbox-Zeilen rauslöschen. Und wenn du die. Und dann hat es ein Python-Skript, das war ein Bash-Skript gegeben, 100 Zeilen Bash-Skript, wo das in die Dropbox hochgeladen hat. Ich habe das mit einer Zeile Curl erledigt. Gell? Weil. Ich weiß genau, es gibt OAuth und Authentifizierung und sonst den Mist, aber ich habe gesagt, das ist gehackt. Das ist Two-Faktor-Autorisierung. Das ist jetzt die serielle Schnittstelle, wie ich über serielle Schnittstelle. Ich habe da jetzt so ein kleines Kästchen, das habe ich auch dabei. Da sind verschiedene Sachen reingebaut, also ein Lautsprecher, ein Relais, eine RGB-LED und einen Funksender, also für Licht ein- und ausschalten im Schlafzimmer zum Beispiel. Ne? So, jetzt wie bringe ich jetzt den Raspberry Pi dazu, dem Arduino zu sagen, was er jetzt machen soll? Es geht mit einer Zeile Bash. Das zeigt es gleich. Jetzt kommt erstmal der Ausschnitt, was der Arduino braucht, um das zu empfangen. Also oben, wo die drei Punkte stehen, da steht jetzt, werden die Variablen definiert und so Zeug. Ja, das muss man natürlich machen. Aber ich habe jetzt hauptsächlich die Hauptschleife angezeigt und die geht ganz einfach. In der Hauptschleife fragt er einfach nach, gibt es eine serielle Schnittstelle? Wenn größer 0 gibt es eine, dann schau nach. Kommen da Integervariablen? Wenn da Integervariablen in dem Stream sind, dann schreibst du in die Variablen rein. Das macht er da, den Rot-Grün-Blau-Anteil von dem RGB, das Relais, die Musik und Remote, das ist immer nur 1 und 0, aber ich habe auch Integer genommen, weil es ist gehackt. So, dann schau, ob am Ende eine neue Zeile kommt, Enter oder sowas. Wenn das kommt, ist es abgeschlossen, das Programm wird ausgeführt. Also wenn da Werte drinstehen, dann macht das Kästchen was. So, nächste ist, ich habe das so schön vorbereitet und jetzt kommt so ein Mist. So, beim Raspberry Pi Hack, dem Raspberry Pi muss man jetzt erstmal sagen, wo er hinsenden soll, was er für Schnittstelle er braucht. Gell? Und da diese obere STY-Anleitung, die habe ich zwar nicht kapiert, gibt es aber bei Arduino auf der Webseite und funktioniert. Also nicht so wie unten drunter der Screen, wo sich dann aufhängt und mit kryptischen Tasten man dann abbrechen muss, Steuerung A, K oder sonst irgendwas. Gell? Also das beendet sich auch und die Schnittstelle ist dann gesetzt. Zwar bin ich dann drauf gekommen, dass das USB 0, so wie es in Arduino steht, in ACM 0 umgeändert wird und die Baudrate muss man natürlich auch anpassen. Wenn ich in dem Arduino sage 9600, muss ich natürlich auch senden mit 9600. So, und jetzt kommt das Payload. Das ist unten die Zeile, wo ich hier schalten kann. Zwar, wenn ich alles auf 0 setze, ist auch alles aus. Das ist die RGB aus. Also alles aus. Und die ersten drei sind die Variablen, die dann sind die Werte für die Variablen, die der Arduino sich dann zuordnet. Also ich sende jetzt praktisch dort diesen seriellen Stream und der Arduino bastelt den auseinander und schaltet dann je nachdem.
Und es ist jetzt eine Zeile Bash. Kein Programm, gar nichts. Und ich kann auch alles einzeln schalten, indem ich 1er oder 0er, je nachdem. Ich muss halt alles immer senden. Ne? Aber das geht ja so schnell. So, man kann auch empfangen, das ist jetzt unten weg, das geht mit CAT. Man kann den Stream auch, wenn der Arduino jetzt was sendet, kann man es auch empfangen mit, aber in dem Ding nicht gebraucht in dem Zusammenhang. Ah, so, jetzt kommt das Radio. So wie es rechts dasteht, so habe ich mir das vorgestellt und so ist es dann auch geworden. Ne? Also sagen wir mal, oben hast du die drei Radios zum Auswählen, weil es ist ein sehr kleines Display und unten drunter steht, welche Musik gerade gespielt wird. So, jetzt drückst du oben drauf auf die 1 zum Beispiel Radio, dann geht unten das Fenster auf und da steht dann drin, was da gerade gespielt wird. Und wenn du da wieder auf OK drückst, geht es wieder zurück. Ne? Also das ist jetzt für ein sehr kleines Display, ein sehr einfaches Radio, aber man kann es jetzt mit einer Maus oder mit, also auf X bedienen oder sogar in der Konsole kannst du es mit der Maus bedienen. So, da steht jetzt die einzelnen Dialog, die gibt's in verschiedene Geschmacksrichtungen, nur diese Fenstermanager, sag ich mal Fenstermanager, die gibt's also für X-Dialog, K-Dialog ist natürlich für KDE, G-Dialog, kann man sich auch vorstellen, Zenity ist der Nachfolger von G-Dialog und Wibtail, das ist das, was wir am Anfang gesehen haben, für den Raspi-Config benutzen die da. Ja? Und wenn man dieses Raspi-Config-Menü aufmacht, da sieht man auch so ein Menü. Also die benutzen das, also Raspberry Pi benutzt das auch, um den Raspberry einzustellen. So, das ist jetzt zusammengemischt und gehackt. Und so wie ich das jetzt zusammengemischt habe, zeige ich ein bisschen was. Weil es sind ja zwei verschiedene Sachen. Nee. So sieht das Radio original aus. Das ist natürlich größer und mit viel mehr Sender und sowas. So kann man sich auch beim GitHub runterziehen. Aber du musst jetzt zum Auswählen immer Zahlen eingeben. Zum Beispiel, wenn du jetzt Urban Radios hören willst, musst du 16 eintippen. Das kann ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen, wenn ich das so mit der Maus bedienen will. Ne? Aber von der Idee her und vom Code her ist es eine super, super Idee gewesen. Macht das MPEG 123 benutzt der. Da steht alles drin, wie man das braucht. Kommen wir noch dazu. Jetzt kommt das Nächste. Ich erwische es nie. So, das nächste ist der Dialog. Da habe ich zufälligerweise auch sowas gefunden im Internet, wo ich schon fertig war. Und da habe ich diesen G-Dialog benutzt oder Zenity, das ist der Nachfolger, der geht auch. So, jetzt zeige ich mal, wie es jetzt im Code aussieht. So. Der Code selber ist uninteressant. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, wie es funktioniert. Das Rote, das ist Purmans Radio. Das Grüne ist der Dialog. Und das Weiße bin ich. Also das hat mich sehr gefreut, dass ich es nur so zusammenfügen muss. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe einen FIFO-Speicher da reingebaut zum Zwischenspeichern von diesen Texten, was für Musik gerade spielen wird, also für den Stream. Und ich habe zwei Funktionen angelegt, weil ich da dauernd hätte sonst das Radio starten müssen. Ne? Ich sagte, mache ich eine Funktion für das Radio. Und das war es schon. Weiter unten, das geht zwar noch unten ein bisschen weiter, aber da kommen nur die Radiostationen noch. Also da kommt nichts mehr Interessantes, deswegen habe ich es abgeschnitten. So, jetzt kommt die berühmte Foto-App, wo ich alles rausgestrichen habe. Die hat es bei Adafruit gegeben, die war auch super, funktioniert super. Übrigens, der Foto ist unten in dem Kringel von dem Symbol von dem Arduino drin, ne? Da ist die Linse drin, also auf der rechten Seite da unten. Und der oben sieht man jetzt schon dieses Nextcloud-Logo, das ist auch von mir. Also ein Logo habe ich mir gebastelt, habe das Dropbox-Logo rausgeschmissen und habe es einfach ersetzt mit Nextcloud-Logo. Das heißt natürlich noch Dropbox, weil ich habe gesagt, ich
ändere jetzt nicht im ganzen Programm den Bildernamen, sondern ich nehme einfach den Bildernamen, der schon immer da war, und schreibe mein Bild rein. So, dann dieses Programm besteht zum größten Teil aus CamPy, das Programm, was die Kamera macht, und das kann man ja durchsuchen. Und bei Zeile 88 ungefähr bin ich drauf gekommen, da steht plötzlich Dropbox. Und das guckt man sich dann ein bisschen genauer an und merkt dann, da wird ein 100-zeiliges, das ist kein Upload-Py, sondern ein Upload-Shell-Skript, wird da gestartet. Und weil die Dropbox, muss man sich authentifizieren, und habe ich gesagt, ich mache es mit WebDAV und habe es mit einer Zeile Code ersetzt, habe ein Logo erstellt, und ich habe dann das Ergebnis, nachdem es funktioniert hat, an Adafruit geschickt, habe gesagt, schau mal, was ich Tolles gemacht habe. Ja, es ist schlimmer gewesen wie bei Nestle, bei meiner Suppe. Es ist nämlich gar keine Antwort gekommen. Dann habe ich erst gedacht, es ist was schiefgelaufen, habe es nochmal geschickt, wieder keine Antwort, habe ich es gelassen, habe gesagt, okay, denn ihrs wird wohl besser sein. So. Nächstes. Da sieht man jetzt so ein bisschen, was ich in dem Code gemacht habe. Da ist die Zeile 88, da habe ich alles auskommentiert. Vorne stehen lauter so raute Zeichen, bis auf die letzten zwei Zeilen. Die habe ich gelassen und habe dann diesen Dropbox-Uploader-Shell-Skript ersetzt durch unten diese Zeile. Genau diese Zeile habe ich da reingeschrieben, und das war es dann. Wenn ich auf den Knopf gedrückt habe für Nextcloud, hat er dann die Fotos hochgeladen, direkt in meine Nextcloud, in den Ordner, wo ich da halt angegeben habe. So einfach geht es manchmal. Aber das war jetzt kein schneller Hack, das hat ein bisschen gedauert. Aber es war nicht, ist nicht viel Aufwand, wenn man es nur ein paar Zeilen. Ne? Next. So, jetzt kommen wir zu der großen Blamage. Es funktioniert nicht. Also es hat beim letzten Mal schon Aussetzer gehabt, wo ich das mitgebracht habe, aber da hat es noch besser funktioniert. Da war nur ab und zu mal ein Blackout gewesen. Heute hat es irgendwie gar nicht funktioniert. Zum Glück hatte ich eine Maus dabei, wo ich die Folie so dann weiterschalten kann, aber meine ganzen Ergänzungen zu der Folie, wo ich mir unten hingeschrieben habe, was ich alles sagen wollte, ist weg, aber zum Glück habe ich mir das ein paar Mal angeguckt und kann es jetzt so ein bisschen den Text dazu sagen. So, ich habe für den Vortrag LibreOffice genommen und soll eigentlich automatisch starten. Ich habe es heute dreimal mindestens probiert, hier auf der Pi & Monitor dreimal automatisch gestartet, nur eben jetzt nicht. Und man konnte es mit der App dann bedienen. So. Das schreibt man jetzt in den Autostart rein, aber nicht in den RC-Lokal. Warum nicht in den RC-Lokal? Weil ich für LibreOffice X brauche. Und wenn ich das in den RC-Lokal starte, geht es natürlich nicht. Es muss erst X gestartet sein und dann kann man das starten. Also gibt es verschiedene Autostart-Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es hingeschrieben habe. Das ist irgendein Pfad in der Home Directory, ne? Also mit einem Punkt davor. Also versteckt. So. Ich habe verschiedene Stromsparmodus abgeschaltet, habe Bildschirmschoner abgeschaltet. Das hat alles nichts gebracht. Und dazu kommen wir dann auf der nächsten Folie. Also es soll funktionieren mit einem WLAN-Router und einer Android-App. Und das sollte eine Fernsteuerung sein. So, nächste Folie. So, da sieht man, wie es funktionieren sollte und wie es heute auch dreimal funktioniert hat, bloß jetzt nicht. Also da sieht man, wo ich die Autostart reingeschrieben habe. Diese Autostart-Datei, weil der Raspberry Pi lx.de als X benutzt, muss man das in diese Autostart reinschreiben. Wenn die nämlich gestartet ist, wenn X gestartet ist, wird der Autostart auch gestartet. Das hat er auch gemacht, aber ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Das war ein bisschen hektisch, der Start von dem Vortrag. Also der hat ja automatisch die erste Folie angezeigt, aber dann ist irgendwas passiert. Dann muss man den Screensaver abschalten.
Und dann die nächste Zeile, die mit dem Add davor, das ist das, dass der LibreOffice automatisch die Folie nicht nur anzeigt, sondern auch den Vortrag startet. So, das klappt gut, etc. Network Interfaces, da gibt es auch nochmal Wireless Power Off, das ausgeschaltet. Und jetzt kommt es, warum beim letzten Mal das nicht funktioniert hat, warum der immer schwarz geworden ist. In dem WLAN-Stick, in dem Kernelmodul von dem WLAN-Stick, ist ein Power Manager drin, in dem WLAN-Stick. Ich habe gedacht, ich pack's nicht. Und den kann man jetzt, wenn das Modul geladen ist, kann man den jetzt ausschalten. Und ich habe es daheim gemacht und es war eine Stunde, ist es nicht schwarz geworden, also war kein Blackout gewesen. Und dann habe ich jetzt aber das neue Raspberry drauf gemacht und dann war es wieder weg. Hacker sind so, die hacken das einmal und sobald da ein Update kommt, ist es wieder futsch. Da muss man eben alles dokumentieren oder irgendwie das alte wieder einspielen. Finde ich aber jetzt nicht dazugekommen. So, ich glaube, jetzt ist bald schon zu Ende. Ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr was wissen wollt, ich habe eine Webseite, www.untergang.de. HTTPS ist sicher, natürlich sicherer Zugang. Bei Twitter bin ich als Baumser zu erreichen, bei GitHub, da könnt ihr diese ganzen Sachen, wo ich jetzt vorgestellt habe, die meisten sind bei GitHub dokumentiert. Es gibt auch noch stefanhoehn.de und das MAP, das ist dieses Multimedia-Teil, wo aufgeklappt da mal vorhin dargestellt war. Vielen Dank. Ja, danke Stefan für den tollen Vortrag. Er scheint gut angekommen zu sein und wir haben auch noch ein paar Minuten für Fragen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja. Haben Sie auch Erfahrung mit dem neuen Raspberry Pi, mit dem Bluetooth und WLAN, mit dem Raspberry Pi? Die Frage ist, ob ich Erfahrung habe mit dem neuen. Ja, habe ich. Das ist jetzt noch der Zweier, aber in diesem Smart-Teil, das ist Smart Raspberry Pi, S-Smart-Teil. Da ist ein Dreier Raspberry Pi drin. Das ist ganz praktisch, weil die WLAN-Schnittstelle auf der Platine ist. Kann man aber auch keinen Stecker reinmachen wie beim. Aber noch keine Störung, man kann sich schon Bluetooth und WLAN. Zum Umschalten. Da habe ich keine Erfahrung, das tut mir leid. Aber ausprobieren. Ausprobieren, ja. Ausprobieren und beim nächsten Mal Vortrag halten. Genau, das wollte ich auch sagen. Das interessiert bestimmt die Leute. Haben wir sonst noch Fragen? Also entweder alle wunschlos glücklich oder alle wunschlos verwirrt. Verwirrt nämlich. Danke fürs Kommen. Und 17 Uhr geht es dann hier weiter mit dem nächsten Vortrag. Hologramm.io. Ah.